Hallo liebe Transportfreunde, willkommen zurück, Folge 4 vom Let's Play Transport Fever, Teil 2. Wir haben in der Vergangenheit, in den 2, 3 Folgen vorher, dafür gesorgt, dass Homburg mit Werkzeugen beliefert wird. Was jetzt allerdings hier noch fehlt, sind ein paar Passagiere. Und das werde ich heute mal in Angriff nehmen. Bad Lobenstein könnte man da hoch nach anbinden, also dass die Strecke dann hier von Fürth einmal rundherum im schönen Bogen nach Homburg geht. Ich glaube, es ist Bad Homburg eigentlich, aber das macht nichts. Das macht nichts. Also das soll mich zumindest hier nicht stören. Was haben wir denn noch an Schulden? Oh. Da müssen wir bestimmt noch ein, zwei Kredite aufnehmen. Dann machen wir das mal hier fertig. Dass hier was gebaut werden kann. Genau. Und einen Bahnhof. Den mit zwei Gleisen bitte. Oh, der ist aber teuer. Der ist aber sehr teuer. Achso, ein bisschen schneller machen. Dann kommt da auch schnell Geld rein. Perfekt. So, das wäre der schon mal. Und nun brauchen wir noch einen Stadtverkehr. Es ist im Prinzip immer das Gleiche. Halt, das ist er nicht, das ist er. Und zwar reicht hier noch der Kleine. So, da vielleicht. Oder lieber da? Machen wir da. Kann man nicht bauen. Warum kann ich ja nicht bauen? Weil der dazu nah dran ist, oder was? Egal, dann nehmen wir den hier. Hier. Hier wieder und hier nochmal. Genau, da müsste das passen. Neue Linie und zwar die Tram von Homburg. Perfekt. Die Tram Homburg. Und logischerweise braucht die jetzt noch ein paar Busse. Da nehmen wir doch die Gaggen aus, weil auch hier dürfte sich das relativ schnell entscheiden. Genau. Tram Homburg. Oben, das müssten hier die ganzen Rungenwegen sein. Genau. Passt soweit. Und schon ist die Musik wieder aus. Halt, das war nicht die Musik. Hier ist die Musik. Ist ja nicht mal aus. Genau. Hier fahren jetzt Busse und da stehen sogar schon Leute rum. Das dürfte vermutlich relativ schnell in Schwung kommen, der ganze Spaß hier. Und bis das soweit ist, baue ich Gleise. So. Steigerung so groß, ich wusste es. Ach du Gott, was ist das denn hier? So geht's. Und so geht's auch. Gut. Warum auch immer hier eine Steigung drin war. Aber so passt das Ganze. Dann müssen wir das natürlich jetzt nur noch hier umziehen. Also nach Fürth. Oh, ich muss gleich niesen, habe ich so das Gefühl. Mal schauen, ob wir das verhindern können, dass ich hier niesen muss. Aber ich glaube nicht. Ah, ist das ekelhaft. Es krabbelt in der Nase. Also, das war ein bisschen dumm, aber egal. Passt. Passt. Geld kommt ja auch mittlerweile gut rein. Brauchen wir eine doppelte Geschwindigkeit.
Ein Traum. Eine der schönsten Kurven, die ich je gebaut habe. Und das Ganze sogar hier noch direkt an der Maschinenfabrik vorbei. Oder? Muss das unbedingt hier sein? Hier ist noch eingleisig der ganze Spaß. Der muss aber zweigleisig werden. Mindestens. Mal den mal konfigurieren hier. Und zwar, dass hier nämlich noch Gleise rankommen. Das akzeptiert er ja. Das ist gut so. Passt. Und jetzt noch. Hoppala. So, hoppla. Sehr schön. So. Und da. Nee, da, wo kommen wir denn rein eigentlich? Hier so ein bisschen, also müsste es hier nach der rausgehen, das mal einmal durchziehen. Genau. Ja, perfekt. Perfekt. Ja, das ist dumm. Ein bisschen was wegmachen. Kann ich das abreißen hier? Ich kann es abreißen. Mal gucken, dass wir hier aber dann eine Straße hinbauen. Das war Gott die falsche Straße. So geht's, perfekt. Und dann gehen hier die Gleise nämlich sehr schön straight durch. So, gucken wir mal. Ah, das ist wieder hier dieser berühmte Meter, der irgendwo fehlt. Und auch hier wieder ja, eine dumme Angelegenheit, aber das ist nur so, dass das immer so nebenan setzt, also quasi nebendran ansetzt. So, hier irgendwo war es, genau. 111, ja, das ist gut, das ist akzeptabel. Sehr gut. So, dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch ein paar Signale. Wenn wir diese Winkermännchen bauen, schon leider. So, der muss hier halten, der kann hier halten, dass die Autos noch fahren können. Sehr gut. Und dann nochmal hier in der Kurve. Und jetzt hier davor. Und hier wird es jetzt spannend. So geht's. Oh, so geht's auch. Das ist ja cool. Genial. Das heißt, dann müssen hier noch Signale hin, dass die rein und rausfahren können. Wie sieht das aus? Das sieht auch fantastisch aus. So, und da hier immer noch eingleisiger Betrieb herrscht, kann der ruhig hier mit auf das Gleis drauf. Genau, und dann so. Und nach dem Autosave in die Gegenrichtung. So, wie sieht die Linie aus? So, wie sie sein soll. Perfekt. Next one wäre dann eine neue Linie. Und zwar von da nach da. Soweit so gut. Das passt. Nur hier haben wir noch einen Übergang. So, 70, das passt auch.
Ganze auch in beide Richtungen. Theoretisch brauchen wir nur einen, aber so ist halt auch angenehm. So, wie sieht die Linie jetzt aus? Genauso wie sie sein soll. Sprich, der kann mit vollem Rohr reinfahren und beim Rausfahren ist er eh langsamer. Und muss dann etwas abbremsen. So, Zugdepot, neue Fahrzeuge. 5 Millionen haben wir schon. Dann werden wir jetzt diese Hochgeschwindigkeitsstrecke mehr oder weniger in Betrieb nehmen. Passagiere. Gibt nur noch den Dreiachser. 2. Ja. Das wird erstmal reichen. Ah, die sind ja mit 800.000 ganz schön heftig, der. Meine Fresse. Wer hätte das gedacht? Jetzt geht's los. Und du, Linie 1. Genau. Na, jetzt. Zug 3, Linie 1. Und Linie 1 ist Personenzug. Fürth Homburg. Ja, wir mitfahren hier. Roten Gleisen unterwegs. Aber der ist schon auf Höchstgeschwindigkeit. Schneller geht's nicht. Also schneller wird er nicht. Und er kann dann auch entsprechend hier gut durchfahren. So, bis der ankommt, setzen wir noch ein paar Signale, dass wir das in Abschnitte einteilen. So, hoppala. Kein Geld mehr da. Jetzt ist wieder Geld da. Dazwischen. So, jetzt sind das schön eingeteilte Abschnitte. Perfekt. Das passt soweit noch. Oranienburg wollten 17 Leute. Oranienburg wächst jetzt auch nicht so schnell. Dazu müssten wir Oranienburg mit irgendwas beliefern. Ja, der Zug ist ja immer noch ganz geschmeidig mit 40 unterwegs, um 23 Leute einzusacken. Und in der Tram stehen halt enorm viele Leute. Das ist auch krass. Das ist echt 3100. Wow. Okay. Laufen denn hier die Linien? Genauso wie sie sein sollen, wie sie laufen sollen. Der Zug, ja, ist größtenteils grün. Das ist klar. Aber nur Züge. Personenzug Fürth Oranienburg. Ja, ist derzeit noch grün. Ich denke, das geht so weiter. Noch ein bisschen schneller machen. Es müsste soweit passen. So, ist denn der erste Zug hier mittlerweile angekommen? Er kommt sogar schon wieder zurück. Hat er noch jemand dabei? 12 von 28. Oh, warte. Da ist auf jeden Fall Bedarf. Genauso hier. Wird nicht lange dauern, dann brauchen wir hier mehr Waggons. Aber das ist ja okay, weil Fürth wächst und wächst und wächst. Erstens, weil die hier gut versorgt sind durch die Baustoffe und durch die Lebensmittel. Das gleiche bräuchte man dann bei der Tram Fürth. Da geben wir mal noch 3 Busse mit drauf, dass die Leute wegkarren können hier. Oranienburg. Nach Tram Oranienburg ist eher mau. Da ist halt nichts, ne? Ah, die bräuchten Werkzeuge. Werkzeuge wird noch hier drüben hergestellt. Aha, ey, guck. Und hier ist noch Potenzial ohne Ende. Hier ist auch noch Potenzial. Und hier oben? Das passt auch.
Das heißt, wenn ich es schaffe, diese Werkzeuge von hier runter zu transportieren, das würde sogar passen. Kann man gleich noch eine Personenzuglinie einrichten, beziehungsweise die Werkzeuge mit hinten dran hängen. Ist natürlich jetzt eine interessante Option. Die Werkzeuge erstens hier ausliefern und dann da oben noch abliefern, dass die mit dem Zug weggebracht werden könnten. Ne? Das wäre doch eine Maßnahme. Hier wäre noch ein Gleis frei. Und dann müssten die das Ganze mit stemmen. Allerdings plädiere ich davor, erstmal diese Linie hier von den Lastwagen zu befreien und die Lastwagen dann einzusetzen, nur um nach Homburg reinzufahren. Allerdings Baumstämme, Bretter dorthin. Und das kann ein Pendelzug sein. Da, da und wieder zurück. Ja. So, das werden wir jetzt mal machen. Das wird natürlich teuer. Sehr teuer. Deshalb mal Geschwindigkeit Max. Hier brauchen wir nämlich einen Güterkopfbahnhof. Oh, das ist glaube ich eine schnelle Dampflok. Eine Dingensdampflok. Hier brauchen wir eigentlich nur noch ein Gleis erstmal, das reicht. Hier noch passieren, da ist noch ein bisschen Öl. Naja, wird nicht schaden, wenn wir es da so machen. Nee, dann nehmen wir den Kopfbahnhof ganz normal. Aber dass er quasi so reinkommt. Genau, und jetzt hat er hier alles. Nämlich die Möglichkeit, alles mitzunehmen. Hier wäre es natürlich optimal, wir können die Gleise dann hier durchziehen. Und hier den Bahnhof aufbauen. Da brauche ich mal kurz Pause. Halt. So. Pause, der muss weg. Und er muss quasi nur zur anderen Seite ran. Warum passt das? Du kannst weiterfahren und ihr könnt alle weiterfahren. Perfekt. Und hier kommt jetzt so ein Durchgangsbahnhof hin. Zweigleisig bitte. Halt mal noch ein Rückgleis. So. Noch eine Straße. Und jetzt Gleise. Wie funktioniert das mit den Gleisen, wie ich mir das denke? Yes. Perfekt. Sehr gut. So, und das gleiche dann da oben. So, den schon mal verbinden hier. Oh, können wir ruhig 120 lassen, das passt. Und natürlich wird das Außengleis mit dem Innengleis verbunden. So, was man eigentlich nicht tun sollte, also machen wir das nochmal. Nicht zur Strafe, sondern zur Übung. Und da hier wirklich einer reicht, ausziehen und dann wieder zurück. Perfekt, weil ich vermute, dass hier relativ, hoppala, relativ schnell zwei Züge drauf fahren.
So, und dann können wir hier durch. Das heißt, hier noch ein Kopfbahnhof hin mit. Hier reicht ein Gleis erstmal. Und wie schön das sich hereinbettet. Ein Traum, muss ich sagen. Ist ja wirklich ein Traum. So, dann Straßen nicht. Gleise. Na. Tunnel? Was? Tunnel? Oh. Das hab ich mal gesehen. Hier ist ja ein Hügel. Den führen wir natürlich außenrum. Tunnel ist noch zu teuer. Also ich möchte es noch nicht bezahlen. Wäre natürlich toll, wenn man hier einen Tunnel hätte. 113, das passt. Und auch hier wieder. Hoppala. Zweite Linie. Bei das Gleis erstmal nur. So. Problem ist jetzt aber. Nee, ist kein Problem. Das ist kein Problem, weil dann kann nämlich sogar die Linie nach Bad Lobenstein hier drüber fahren. Na, das ist doch wieder toll. Und vor allem die Züge. So. Eine Station ist überlastet, das ist mir schon klar. Dann machen wir langsam. Und Pause. Das heißt, wir brauchen erstmal Kohle etwas. Und dann unser Depot. Fahrzeug kaufen, und zwar hätte ich gerne eine Dampflok. Welche gab es jetzt? Die hier? Ne, die gab es nicht. Ja, welche gab es denn? Ach so, nee, doch. Ja, doch, die war's. Die hat halt enorm Bums. Aber ich denke, die tut's auch. Die wird es auch tun. Die ist zu langsam, zu viel zu langsam, auch zu langsam. Gut, dann Kagen, also quasi Cargo-Wagen. Den wollen wir rungen. 1, 2, passt, perfekt. Die sind gar nicht mehr so teuer. 8. Kapazität. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und immer noch gut. Perfekt. Neue Linie. Von da nach da nach da. Oh. Das ist ja Quatsch. Nochmal. Von da nach da und wieder zurück. Jupp. Und das ist die Güterzug. Holz, Bretter, Homburg. Die Folge ist schon viel zu lang. Also der Zug wäre gekauft. Der dürfte dann auch gleich hier starten. Und wie er durchstartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut wieder rein. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.